Ja, das Thema Klimawandel bzw. menschengemachter Klimawandel wird inzwischen mit einer solchen Selbstverständlichkeit propagiert, dass alle, die auch nur einen Hauch von Skepsis anmelden, als Klimaleugner bezeichnet werden. Und dass das eine widerliche Relativierung des Holocaust ist, scheinen ausgerechnet die Menschen nicht zu begreifen, die uns so gerne als Nazis bezeichnen. Und ich persönlich bevorzuge den Begriff Klimarealist für unsere Seite. Aber warum sollten Sie im Kontext eines so tiefgründigen und wissenschaftlichen Themas auf irgendein blondes Mädchen da vorne am Rednerpult mit langen blonden Haaren hören? Und ja, genau die gleiche Frage, warum hören Sie auf ein junges Mädchen, stelle ich genau den Leuten, die jede Woche auf die Straße gehen für Fridays for Future, als Greta-Anhänger. Und genau deswegen möchte ich Sie darum auch bitten, nicht jedes meiner Worte auf die Goldwaage zu legen, sondern mir eine Chance zu geben und mir zuzuhören und dann aber gegebenenfalls weiter zu recherchieren und sich Ihr eigenes Bild zu der Klimawandelsituation oder zu allen politischen Themen zu machen. Ich kann auch falsch liegen, natürlich. Spinnen Sie sich also keine Ideologie aus dem, was irgendein junges Mädchen sagt, egal auf welcher Seite. Ja, die katastrophalen Vorhersagen des IPCCs, von dem Sie wahrscheinlich auch schon gehört haben, widersprechen seit 1990 fast ausnahmslos der empirischen Beweislage. Wir können seit Jahrzehnten keine Erwärmung verzeichnen, die den Vorhersagen des IPCCs entspricht. Die Prognosen betrugen ein Drittel Grad pro Jahrzehnt an Erwärmung und das ist nicht eingetreten. Deswegen heißt das Ganze jetzt auch Klimawandel und nicht mehr Erderwärmung. Und das, obwohl CO2-Emissionen sogar noch stärker angestiegen sind, als das IPCC es prognostiziert hat. Da kann man mal sehen, was die ganzen Klimakonferenzen der letzten Jahre gebracht haben. Alle Hypothesen des IPCCs basieren außerdem auf Klimamodellen. Das heißt also, da werden quasi fast nach Lust und Laune Variablen eingespeist. Und diese Variablen können aber gar nicht die Realität perfekt abbilden. Denn das Klima ist viel zu komplex, um es einfach in ein paar Computermodellen abzubilden. Wir müssen so viele Dinge berücksichtigen, wie die Zusammensetzung der Erdoberfläche, dann die Rückkopplungseffekte durch Wasser in all seinen Aggregatzuständen, die Mechanismen der realen Atmosphäre und wer hat überhaupt an die Sonne gedacht, die ist auch noch da und die hat einen viel größeren Effekt auf das Klima als das CO2 und erst recht das menschengemachte CO2. Die Klimamodelle des IPCCs besagen, dass bei Verdopplung des CO2s in der Atmosphäre eine Erwärmung von 4,1 Grad Celsius zustande kommt. Und wenn wir jetzt aber zurückrechnen mit den real gemessenen Werten, dann kommen wir auf eine tatsächliche Erwärmung alleine durch die CO2-Emissionen von 1,4 Grad. Das heißt also, hier wird mit Verstärkereffekten gerechnet in diesen Klimamodellen, die ganze Erwärmung komplett aufblasen. Das Schlimme an dem Ganzen ist aber, dass wir jetzt mit dieser aufgeblasenen Wissenschaftsfiktion Realpolitik machen wollen. Und das funktioniert nicht. Der Mensch überschätzt sich gewaltig, wenn er glaubt, dass ein Plastikstrohhalm irgendeinen Effekt auf das Klima haben könnte. Es ist auch unglaublich primitiv, Klima und Wetter überhaupt in einen Kontext zu stellen, so wie die meisten das machen. Und diese Selbstüberschätzung führt dann zu einer hysterischen Klimapolitik. Und diese Reaktion können wir nicht tolerieren, denn die Konsequenzen für uns in der Gesellschaft sind gewaltig und das wissen wir. Ja, die wissenschaftliche Skepsis der Klimawandelhysteriker, wie man sie wahrscheinlich bezeichnen könnte, scheitert bereits an den einfachsten Fragen. Was ist denn überhaupt die optimale Durchschnittstemperatur der Erde? Hat Ihnen mal irgendwer diese Frage beantwortet? Und wenn nicht, dann haben wir doch überhaupt keine Basis, aufgrund derer wir dann eben
ermessen können, wie schlimm, wie katastrophal ist denn überhaupt welches Ausmaß an Erwärmung. Vielleicht ist das ja gar nicht so dramatisch. Aber solange diese einfachen Fragen nicht beantwortet werden, können wir nicht hysterische Reaktionen in der Politik tolerieren. Und genau das ist es, was uns zeigt. Es geht hier überhaupt nicht um Wissenschaft, sondern es geht hier nur um Politik und es geht um die Unterdrückung von Skepsis. Es geht um die Unterdrückung der freien Forschung und der freien Rede. Und dagegen müssen wir uns wehren. Und dabei kleben alle, wie Sie wissen, an Greta. Ein junges, unschuldiges, aber ebenso noch unreifes und ungebildetes Mädchen, das für eine perfide Agenda der Klimahysterie schamlos ausgenutzt wird. Und genau aus dem Grund möchte ich eins betonen. Ich bin nicht Anti-Greta. Denn das ist genau der Titel, von dem die Demonstranten da draußen wollen, dass ich ihn mir anhefte, damit sie einen weiteren Sündenbock haben, den sie simpel pauschalisieren können. Meine Nachricht, die ich vermitteln will, ist viel mehr als Anti-Greta. Ich bin nicht Anti-Greta, sondern ich möchte niemandem aufzwingen, seine Glaubenssätze an den Klimawandel abzulegen, sondern ich möchte, dass wir mehr Diskussionsmöglichkeiten wieder haben. Ich möchte, dass wir einander zuhören können und dass wir Skepsis anbringen können in der Wissenschaft. Stattdessen soll uns mit lauten Parolen, verzerrter Darstellung in den Medien und Auftrittsverboten die Bühne unter den Füßen weggezogen werden. Denn unsere Worte und freien Gedanken sind eine Gefahr für die da draußen. Sie sind eine Gefahr für die, deren Weltansichten nur ein Ideologiekomplex auf wackeligen Säulen sind. Nein, ich bin nicht Anti-Greta. Und wir sind nicht Klimaleugner. Wir dürfen uns nämlich nicht zur kontrollierten Opposition degradieren lassen. Denn wir haben unsere eigenen positiven Ambitionen und Ideen und Qualitäten. Wir sind nicht Anti-Natur, sondern wir sind pro Forschung, pro Innovation, pro sinnvolle Umweltpolitik und vor allem sind wir pro Mensch. Die wahre Anti-Haltung ist die der Gegner der Vernunft, die Anhänger des Anti-Humanismus. Wir Menschen sind keine Parasiten auf dem Planeten, sondern seit Jahrhunderten forschen, entwickeln und bauen wir für eine gesündere, bessere und freiere Gesellschaft. Und wir dürfen uns nicht aus Selbsthass zu Opfern eines engen Steuerkorsetts machen. Wir dürfen nicht unseren Bürgern, aber eben auch nicht den Bürgern aus furchtbar verarmten Dritte-Welt-Ländern Zugang zu billiger und verlässlicher Energie verwehren. Wir dürfen jungen Menschen nicht die Hoffnung auf eine gute Zukunft nehmen und sie in die Ökodepression treiben. Verlassen Sie diese Veranstaltung heute Abend also bitte nicht mit einer Wut auf Greta oder eine Wut auf die Demonstranten oder eine Wut auf die Medien, die uns vielleicht wieder als Klimaleugner oder rechtsradikale Egoisten darstellen wollen. Es wird Zeit, dass wir dieser depressiven Anti-Haltung ein Ende setzen. Wut und Panik gehören unseren Gegnern. Meine letzten Worte an Sie sind also: I don't want you to panic, I want you to think.